Willkommen und schönen guten Tag zu einem weiteren Pressbriefing vom Science Media Center Germany. Heute zu dem Thema Mutation von SARS-CoV-2 und mögliche Effekte dieser Mutation auf den Pandemieverlauf. Mein Name ist Annegret Burkert, ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften und ich begrüße die anwesenden Experten hier in dem Webinar und die Journalisten, die uns heute zuschauen. Wie alle anderen Viren verändert sich auch das neuartige Coronavirus stetig und mit dem Ziel, sich seinem Wirt optimal anzupassen. Aufgrund der schnellen Vermehrungszyklen geschieht das wirklich sehr schnell und häufig findet man bereits in einem Patienten mehrere Virusvarianten. Seit Beginn der Pandemie wurden über 100 Mutationen im Virusgenom von SARS-CoV-2 identifiziert. Die meisten davon haben jedoch gar keine funktionellen Auswirkungen auf das Virus. Das könnte aber anders aussehen, wenn eine Mutation Viruselemente dahingegen verändert, dass es dem Virus einen Vorteil bietet, zum Beispiel bei der Infektion oder der Vermehrung. Vergangene Woche gab es dazu eine sogenannte Preprint-Publikation vom Scripps Institute in Florida, in der die Wissenschaftler ein Virusisolat untersucht haben, welches an einer Stelle in dem Spike-Protein eine Mutation besitzt. Diese Virusvariante, die sich ursprünglich in Europa entwickelt haben soll und die dominante Form darstellt, soll sich jetzt auch in Amerika immer weiter durchsetzen. Anhand der Laboranalysen konnten die Wissenschaftler zeigen, dass die Mutation dazu führt, dass das Spike-Protein dadurch stabiler wird und das Virus infektiöser sein kann. Welche Mutationen vielleicht noch entstehen können und wie diese eventuell sich auf die Verbreitung und die Pathogenität des Virus auswirken kann oder auch die Testung und die Behandlung sowie die Entwicklung von Impfstoffen, das wollen wir heute besprechen mit den hier anwesenden Experten. Liebe Journalisten, Sie können gerne jetzt schon Ihre Fragen im Chat stellen. Diesen Chat finden Sie rechts außen im Fenster. Ich bitte Sie jedoch, auf die Einstellung zu achten, dass die Fragen an alle Teilnehmer gehen, damit wir sie hier weiterhin an unsere Experten richten können. Gut, dann möchte ich jetzt die Experten vorstellen. Das werde ich in alphabetischer Reihenfolge tun. Ich beginne mit Dr. Andreas Bergthaler. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Virale Pathogenese und antivirale Immunantworten am Forschungsinstitut für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Und er leitet das Projekt Mutationsdynamik von SARS-CoV-2 in Österreich. Hallo, Herr Bergthaler. In Ihrem Projekt wollen Sie oder haben Sie 1000 virale Genome sequenziert, virale Genome, die von Patienten kommen, sequenziert. Und ich würde Sie gerne fragen, sind Sie damit schon durch? Und wenn ja, was ist Ihnen bei den Analysen der Sequenzen aufgefallen? Wir sind auf einem guten Weg, haben zurzeit 600 Sequenzen vollständig sequenziert und haben weitere 600 Samples im Labor, die gerade prozessiert werden. Was haben wir gefunden? Ich glaube, verschiedenste interessante Aspekte. Vorweg vielleicht auch betont, dass das Ganze wirklich ein sehr interdisziplinäres Projekt ist von unserer Seite, wo wir auch engst zusammenarbeiten mit den Epidemiologen, den nationalen Epidemiologen in Österreich. Und wo wir versuchen, einerseits die genetische Information der Virusisolate mit der bekannten epidemiologischen Datengrundlage, die aufgrund von Contact Tracing und so gewonnen wurde, zu verknüpfen. Und ein spezieller Fokus zum Beispiel, den wir hatten, ist, wie kam das Virus nach Österreich und das internationale Publikum ist vielleicht auf Österreich gestoßen in dem Zusammenhang, weil es da diesen Wintertourismusort gegeben hat in Tirol, der wahrscheinlich eine sehr wichtige Rolle gespielt hat bei dem Spread des Virus über halb Europa, zumindest nach Skandinavien, auch Deutschland zum Teil. Und da haben wir versucht zu rekonstruieren, welches Virus oder besser welche Viren, weil es ist nicht ein einziges Virus gewesen, sind dort zirkuliert und wo kamen die her, wo gingen die hin? Herr Bergthaler, ich muss Sie mal ganz kurz unterbrechen. Leider kann man Ihren Ton doch nicht so gut hören gerade. Okay. Nochmal probieren, oder? Also, die Klimaanlage gibt Vollgas. Ja, vielleicht gucken wir nochmal, ob es vielleicht dann doch wieder mit den Kopfhörern besser geht, auch wenn das vorhin ja anders war. Ich komme nochmal auf Sie zurück. Ich mache nochmal eben weiter mit Herrn Neher. Professor Dr. Richard Neher ist sein voller Name. Er leitet die Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien an der Universität Basel in der Schweiz.
Zusammen mit seinen Kollegen hat er bereits 2015 eine Web-Applikation entwickelt, die NextStrain heißt. Und mit dieser Applikation lässt sich in Echtzeit verfolgen, wie sich ein Virus, zum Beispiel die Influenza, Zika oder Masern oder andere Viren, verändern. Das heißt, welche Mutationen es während einer Ausbreitung ansammelt. Die kleinsten Veränderungen geben Auskunft darüber, wo das Virus jeweils seinen Ursprung hatte und welchen Weg es genommen haben kann. Nun kam es für die Website natürlich durch Corona auch zum großen Durchbruch und sie wurde in den letzten Wochen förmlich überrannt. Herr Neher, erklären Sie uns doch mal ein bisschen genauer dieses Tool und wie viele Sequenzen von SARS-CoV-2 da mittlerweile mit eingeflossen sind und was man vielleicht auch schon daraus ablesen kann. Ja, guten Tag. Ist richtig, NextStrain ist ein Projekt, das wir jetzt seit einigen Jahren verfolgen. Und die wesentliche Idee von NextStrain ist es, phylogenetische Analysen, das heißt Stammbaumanalysen von Virusgenomen in mehr oder weniger Echtzeit, und Echtzeit heißt hier so schnell wie die Daten kommen, im Internet und interaktiv verfügbar zu machen, sodass Gesundheitsbehörden, die interessierte Öffentlichkeit, Wissenschaftler die Diversität und die Evolution von diesen Viren nachvollziehen können. Und da wir an diesem Projekt schon seit einigen Jahren jetzt arbeiten, waren wir quasi optimal aufgestellt, um dann im Januar die Evolution, Verbreitung und Mutationsdynamik von SARS-CoV-2 zu verfolgen. Und was uns in dem Zusammenhang wirklich, man muss schon sagen, fast umgehauen hat, ist, wie schnell und wie viel Daten aus allen Teilen der Welt kommen. Es hat nur von der Entdeckung des Virus Ende Dezember hat es nur ein paar Tage gedauert, bis chinesische Wissenschaftler das komplette Genom veröffentlicht hatten. Das war in der ersten Januarhälfte noch. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Mittlerweile haben wir gut mehr als 40.000 komplett sequenzierte Genome aus allen Teilen der Welt. Und Wissenschaftler, Gesundheitsbehörden, Ärzte, alle Menschen, die in diesem Feld arbeiten, haben alles daran gesetzt, diese Daten so schnell wie möglich öffentlich zu machen und mit der Gemeinschaft zu teilen. Und das ist dann dieses Teilen, das passiert normalerweise über die Datenbank GISAID, die war auch eine Influenza-Datenbank, die aber sehr früh in die Bresche gesprungen ist und sich für SARS-CoV-2 aufgestellt hat, sodass dort alle Menschen, alle Datenproduzenten Daten ablegen können. Das sind die Daten, die wir benutzen auf NextStrain, um ein aktuelles Abbild der genetischen Diversität und Verbreitung verschiedener Varianten auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile haben wir so viele Sequenzen, dass wir sie nicht mehr alle auf einmal analysieren können. Um eine brauchbare Analyse zu machen, müssen wir uns auf 3.000, 4.000 Sequenzen beschränken. Mit mehr Sequenzen wird das Ganze einfach sehr langsam und schwerfällig. Aber was wir mittlerweile machen, ist, dass wir für verschiedene Regionen unterschiedliche separate Analysen machen, wo in einer Analyse quasi Europa dominiert ist, die andere Nordamerika, Asien und so weiter. Und das kann man jetzt, wenn wir mehr und mehr Daten generieren, dann auch noch weiter verfeinern, dass wir für einzelne Länder, einzelne Regionen und so weiter spezielle Analysen zur Verfügung stellen, die es erlauben, die genetische Vielfalt, Ausbreitung und Dynamik von SARS-CoV-2 in dem regionalen Kontext zu sehen. Und sind da auch schon die Sequenzen aus Österreich mit dazugekommen? Wir haben da auch die Sequenzen aus Österreich. Wie gesagt, wir können nicht alle Sequenzen aus Österreich dort abbilden, aber es gibt sicherlich auch Sequenzen aus Österreich da und die Gruppe von Herrn Bergtaler hat tatsächlich selber die NextStrain-Infrastruktur benutzt, um österreichspezifische Analysen zu machen, aber da kann er Ihnen mehr darüber erzählen. Das machen wir noch. Ich stelle noch eben den dritten im Bunde vor, das ist Professor Dr. Friedemann Weber. Er ist Direktor des Instituts für Virologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Und gemeinsam mit Partnern in Schweden und Italien sind sie ja auch an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus beteiligt. Und dabei handelt es sich um sogenannte DNA-Vakzine, die auch auf die virale Erbsubstanz basieren. Also inwiefern müssen Sie denn für Ihre Forschung auftretende Mutationen auch im Blick behalten?
Also es gibt ja jetzt diese neu auftretende Mutation, über die wir sicher noch sprechen werden, oder nicht so neue, aber diese D614G-Mutation, die wahrscheinlich die wichtigste ist momentan. Und da könnte man sich vorstellen, dass die vielleicht am Rande beachtet werden soll. Generell ist es aber so, dass wir einen ziemlich breiten Impfstoff aufstellen werden, der sich nicht nur auf das S-Protein stützt und auch T-Zell-Antworten induzieren soll und solche Dinge. Deswegen bin ich da eigentlich optimistisch, dass das keine Rolle spielt. Gut. Dann würde ich, genau, bevor wir vielleicht auf, also doch auf die Motivation eingehen, würde ich erstmal sagen, gestern gab es eine Pressekonferenz der World Health Organization, der WHO, in der der Mike Ryan mitgeteilt hat, dass der WHO bislang nicht vorliegen würde oder das Wissen vorliegen würde, dass ein Virusisolat gäbe, das aufgrund einer Mutation besonders in der Pathogenität verändert worden sei und dass es auch keine Information darüber geben, dass die bisherige Testung, die Behandlung oder die Impfstoffentwicklung dadurch beeinflusst sein könnte. Sehen Sie das anhand Ihrer Analysen oder Ihres Wissens, was Sie momentan so haben, genauso, dass es bis jetzt eigentlich noch keine Virusvariante gibt, die irgendwie den momentanen Weg, den die Forscherwelt eingeschlagen hat, irgendwie maßgeblich verändern könnte? Vielleicht Herr Näher ist er da. Ja, das, genau, das kann ich... Das kann ich beantworten. Ich stimme dem Herrn Ryan dazu. Wir können nicht mit Sicherheit ausschließen, dass es solche Mutationen gibt. Aber die Evidenz, dass Mutationen, die wir in größerer Zahl beobachten, die Transmission oder die Virulenz, die Pathogenese des Virus verändern, die ist sehr, sehr schwach. Und es hat in der Vergangenheit immer wieder solche Berichte gegeben. Am Anfang war es die L84S-Mutation im ORF8, redet keiner mehr von. Dann jetzt ist es die D614G-Mutation, die sich in Europa relativ schnell durchgesetzt hat, vermutlich einfach, weil es einen sogenannten Founder-Effekt gab. Diese Mutation hat einen schnell wachsenden Ausbruch im Februar dominiert und infolgedessen ist sie jetzt zahlenmäßig sehr, sehr häufig. Wie gesagt, es gibt diese Studie, da kann Herr Weber wahrscheinlich mehr zu sagen, die in pseudotypisierten Viren die Infektiosität dieser Varianten studiert hat in einem artifiziellen, in einem Zellkultursystem. Daraus kann man nicht wirklich sofort einen Rückschluss darüber ziehen, was die Mutation im Menschen oder für die Transmission macht. Generell gehe ich nach wie vor davon aus, dass von den Mutationen, die wir beobachten, keinen wirklich signifikanten Unterschied auf Transmission oder Virulenz haben. Man kann den Effekt nicht ausschließen, aber die Evidenz dafür ist nach wie vor schwach. Da jetzt ja beobachtet wird, dass dieses Virus oder dieses Isolat mit der Mutation, von der Sie gerade gesprochen hat, aber doch immer häufiger auftritt und irgendwie eine gewisse Dominanz zusammen hat, ist denn der Rückschluss dann nicht doch zulässig, dass es vielleicht in der Infektiosität sich einen Vorteil erschafft hat durch die Mutation? Ich würde sagen, wir können das nicht ausschließen, aber der Rückschluss ist so nicht zulässig. Wir können aus der Dominanz dieser Mutation nicht schließen, dass diese Mutation sich, also Varianten mit dieser Mutation sich schneller verbreiten. Denn die Zufälle spielen gerade am zu Beginn von diesen exponentiell wachsenden Ausbrüchen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und wenn man jetzt zweimal in Folge einen großen Ausbruch in Europa und dann in der Ostküste der USA hat, der durch Varianten mit dieser Mutation gegründet worden ist, weil das hätte auch ein anderes Virus sein können und dann hätten wir jetzt eine andere Situation. Die Zufälle spielen gerade zu Anfang von solchen Ausbrüchen eine unglaublich große Rolle und man ist schnell geneigt, diese Zufälle dann bestimmten Mutationen zuzuschreiben, auch wenn dieser Schluss so nicht gerechtfertigt ist. Also jetzt auch nochmal an Herrn Bergthaler gerichtet, die Frage bei der Analyse der Genome, die Sie in Österreich sich angeschaut haben, kann man anhand der Analysen jetzt Mutationen finden, die das Virus irgendwie verändert haben oder geben Ihnen die Sequenzen dann doch eher Aufschluss in der Hinsicht, dass Sie nachvollfolgen können, wo womöglich der Ursprung war? Können Sie mich jetzt gut verstehen? Gut. Also ich glaube, wie Sie schon vorweggeschickt haben, gibt es zwei
Ziele, die man verfolgen kann, wenn man diese Mutationen analysiert. Das eine ist, dass man versucht zu verstehen, wie sich das Virus verändert und wie durch eine einzelne Mutation zum Beispiel die Eigenschaften des Virus sich verändern, welche Zellen infiziert werden, die Pathogenese verändert wird, auch wie vielleicht Interaktion mit dem Immunsystem sich verändert wird, auch im Hinblick auf Vakzine oder auch im Hinblick auf Resistenzbildung bei Medikamenten. Und ich glaube, da muss man einfach sich eingestehen, dass wir noch sehr früh sind, oder? Die Pandemie gibt es erst seit 6 Monaten. Wir wissen zwar unglaublich viel, aber um jetzt wirklich funktionell zu verstehen, was die Konsequenz von einer einzelnen Mutation ist, das bedarf deutlich mehr Arbeit im Labor und nicht nur die reine Sequenzierarbeit. Und der andere Aspekt ist sicher, dass man versuchen kann, mit diesen Mutationen, die man katalogisiert, dass man Stammbäume bildet und aufgrund von genetischen Ähnlichkeiten versucht nachzuvollziehen, wo kommt das Virus her. Das ist, glaube ich, besonders relevant, wenn man sich vor Augen hält, dass es diese Superspreading-Events gibt, die wahrscheinlich relativ häufig sind und eine große Rolle spielen. Das heißt, dass einzelne infizierte Fälle überdurchschnittlich viele weitere Nachfolgeinfektionen verursachen. Das heißt, wenn man das zurückverfolgen kann, frühestmöglich, wo diese Infektionen herkommen, kann man auch diese Cluster unterbinden. Und was wir gemacht haben jetzt konkret in Österreich, ist einerseits mit dem Fokus auf den Ursprung der Pandemie in Österreich und die Rolle, die dabei unter Umständen auch Westösterreich gespielt hat, das einen sehr starken internationalen Wintertourismusanteil hat, quasi als Verteiler des Virus wahrscheinlich in den Norden von Europa, gerade Island, die skandinavischen Länder, auch Deutschland. Und das haben wir uns näher angeschaut, einerseits auf genetischer Ebene, andererseits auf epidemiologischer Ebene. Und da sieht man sehr deutlich, dass es mehr als ein Virus war, das zirkuliert ist, was, glaube ich, sich auch in sehr vielen anderen Ländern bestätigt. Also diese Pandemie, die läuft, da gibt es sehr viele parallele Eintragungswege. Es ist nicht nur ein einziger Event, sondern das Virus ist vielfach in Österreich gelandet, vielfach in Deutschland, vielfach in den USA auf unterschiedlichen Arten und Wegen. Das heißt, das ist ein ganzes Gemisch. Und das versuchen wir jetzt auf genetischer Ebene zusammen mit den Epidemiologen aufzuschlüsseln. Kann man denn jetzt anhand der Daten auf jeden Fall zurückverfolgen, dass die Pandemie in China gestartet ist oder dass die ersten Viren daherkamen? Oder gibt es vielleicht mittlerweile sogar Aufschluss, dass der Ursprung womöglich woanders lag? Ich glaube, da ist auch Herr Näher wahrscheinlich. Ja, das ist vielleicht geeignet, das zu. Verstehe, am ehesten in meinem Ressort. Nein, wir gehen nach wie vor mit recht großer Sicherheit davon aus, dass das Virus in China aus Tieren auf den Menschen übergesprungen ist, dass das auf ein solches Ereignis zurückgeht. Denn alle Viren, die wir sehen, sind ganz klar eng verwandt und haben einen gemeinsamen Vorfahr irgendwann Ende letzten Jahres. Und alle die genetischen, epidemiologischen Hinweise deuten alle ganz klar auf einen Ausbruch, einen Ursprung in der Region Wuhan hin. Können solche genetischen, epidemiologischen Analysen auch dabei helfen, so bei größeren Ausbrüchen wie bei Tönnies gerade jetzt zum Beispiel zu klären, woher ursprünglich das Virus kommt? Ich meine, die Sequenz des Virus kann diesen Ausbruch quasi einordnen und in Zusammenhang stellen mit anderen Ausbrüchen, die anderswo passieren. Das Virus mutiert ungefähr alle 2 Wochen. Entlang einer Transmissionskette beobachten wir eine Mutation im Mittel alle 2 Wochen. Das ist allerdings nicht wie ein Uhrwerk, sondern manchmal kommen 3 auf einmal und dann wieder 6 Wochen keine. Sodass man quasi auf einer Zeitskala von ungefähr 4 Wochen Ausbrüche miteinander recht gut verknüpfen oder mit Sicherheit sagen, dass sie getrennte Ereignisse sind. Das geht ganz gut. Das heißt, der Tönnies-Ausbruch, wir könnten jetzt im Prinzip sagen, okay, das ist verwandt mit Sequenzen, die wir beobachten, sonst wo in Deutschland oder sonst wo. Aber ich meine, direkte Direktionalität, Transmissionsketten von einem Menschen zum nächsten, das lässt sich typischerweise nicht sagen. Aber so großräumigere Zusammenhänge lassen sich ganz gut anhand der Sequenzen, der genetischen Daten beantworten. Genau, wir nehmen jetzt auch schon die Fragen der Journalisten mal mit rein. Zeigt die mutierte Variante von SARS-CoV-2 von dem jüngsten Ausbruch in Peking denn Ähnlichkeiten mit der SARS-CoV-2-Variante, die im Dezember in Frankreich und Italien zu finden war?
Das ist vermutlich wieder eine Frage an mich. die Sequenzen von dem jüngsten Ausbruch in Peking, und es ist wieder beeindruckend, wie schnell, ich meine, diese Sequenzen wurden am 11. Juni beprobt, und irgendwann vergangene Woche hatten wir dann schon die Sequenzdaten öffentlich verfügbar. Also es ist wieder sehr beeindruckend, wie schnell da wirklich gearbeitet wird. Und diese Sequenzen zeigen, dass dieser Ausbruch ist ähnlich von Sequenzen, die in vielen Ländern Europas beobachtet werden. Und zwar relativ rezente Beobachtungen, aber nicht nur an einem Ort, sondern in vielen verschiedenen Ländern. Und da liegt einiges dazwischen, zwischen den Sequenzen vom Januar und die Sequenzen jetzt. Also die Evidenz deutet darauf hin, dass das Virus von außen wieder nach China eingetragen worden ist. Und das könnte Europa sein, das könnte aber auch, ich meine, es gibt ähnliche Virustypen in vielen Ländern und auch nicht nur in Europa. Aber ein Eintrag von außen nach China scheint die plausibelste Erklärung. Kann ich kurz mal was zur Biologie sagen? Bitte. Also von Hause aus bin ich Biologe. Und man hört sehr oft, vor allem von älteren Kollegen und Kolleginnen vielleicht auch, dass ja ein Virus, das seinen Wirt umbringt, ein schlechter Parasit wäre, weil es ja seinen Wirt umbringt. Und das ist leider so, wie es pauschal gesagt hat, Quatsch. Dem Erreger ist das schlichtweg komplett egal, ob der Wirt es stirbt oder nicht. Es geht um die Transmission. Und wenn ich, um eine gute Übertragung zu erreichen, nun mal meinen Wirt komplett ausnutzen muss und er dabei ziemlich leidet und vielleicht sogar verstirbt, dann ist das wurscht, weil bis dahin sind schon wieder so und so viele andere infiziert worden. Also das ist ein bisschen das, was man im Hintergrund halten sollte. Denn die Frage von Herrn Freund, die ich gerade am Rande gesehen habe, dass sich das Virus vielleicht abschwächen würde oder solche Dinge, das alles kann passieren. Das heißt nicht, dass das nicht passiert. Aber biologisch gesehen kommt es auf die Rahmenbedingungen an. Und wenn wir so wie im Moment, ich bin ja hier jetzt am Institut für Veterinärmedizin und da haben wir viel mit Tierseuchen zu tun. Und da haben wir genau die gleiche Situation. Wir haben einen Erreger, der kommt in irgendeinen Stall rein. Und dann geht das wie eine Explosion, wie ein Lauffeuer geht das durch. Und sehr viele Tiere werden sterben. Man muss einen Lockdown machen. Dort wird auch oftmals gekeult dann. Anders kriegt man das nicht in den Griff. Da gibt es keinerlei Tendenzen irgendwie, dass sich das der Erreger abschwächen würde. Warum sollte er das auch? Es sind genug Wirte da. Im Gegenteil, es ist ein Wettbewerb zwischen einzelnen Virusvarianten, wer der schnellste ist, im nächsten Wirt zu hüpfen. Diese ganzen Abschwächungsgeschichten, die passieren dann, wenn wir Wirte haben, die schon so ein bisschen teilimmun sind oder die Bevölkerungsdichte, der Abstand etc. schlicht geringer ist. Dann gewinnt nämlich der seinen Wirt länger schont und ihn länger gesund rumlaufen lässt, damit er noch andere anstecken kann. Also es ist immer eine Interaktion zwischen zum Beispiel Populationsdichte, jetzt bei respiratorischen Erkrankungen, und dem Virus. Also das nur mal, um das einzuordnen. Wie groß schätzen Sie denn dann das Risiko ein, dass der Virus in Richtung höhere Pathogenität mutiert? Ich glaube, dieses Virus ist schon so gut angepasst, dass eigentlich jetzt nicht mehr so viel Luft nach oben ist. Also wenn man immer wieder, was man da so alles mitkriegt, dass das wahrscheinlich schon viel früher in Italien war, als wir das denken. Und dass es Asymptomatiker bis zu fast 50% gibt und die aber auch wieder volle Infektionsketten starten können. Da frage ich mich schon, was braucht es noch mehr? Ne? Eigentlich nicht viel. Vielleicht ein bisschen mehr Stabilität, und diese D614G-Mutation könnte eventuell den Partikeln ein bisschen mehr Stabilität verleihen. Also das ist noch nicht ganz ausgeschlossen. Da gibt es so ein Preprint gerade, von wo auch Michael Fassan mit drauf ist. Aber ansonsten, in meinen Augen, ist dieses Ding schon sehr, sehr gut adaptiert und muss nichts unternehmen. Herr Bergthaler, Sie wollten, glaube ich, auch was sagen? Ich wollte noch so ganz allgemein sagen, ich bin Virologe, Immunologe, auch Veterinärmediziner. Aber was, glaube ich, speziell ist an RNA-Viren, was man verdeutlichen muss, dass es total normal ist, dass die mutieren. Und zwar, die mutieren ja ständig. Genau. Weil die haben in unserem Fall, das Coronavirus hat circa 30.000 Nukleotide. Das heißt, das ist nicht ein elendslanger Roman, aber es ist schon, ist eine längere Anzahl. Und die Polymerase, also die Replikationsmaschinerie des Virus, ist nicht perfekt. Und obwohl die Coronaviren gewisse Repariermechanismen haben,
ist es komplett normal, dass sich ständig irgendwelche Fehler einschleichen in dieser Replikation. Man muss sich das vorstellen wie eine Wolke an Mutationen, die da quasi in einem Menschen, in einem Tier vorherrscht. Und das ist nicht nur eine Mutation, sondern jede Virusprobe, würde ich sagen, bis zu einem gewissen Teil hat wahrscheinlich hunderte, tausende Mutationen, aber sehr gering, in sehr geringem Anteil. Manche sind genetische Einbahnstraßen, weil diese Mutation dazu führt, dass dieses Genom sich nicht mehr replizieren kann. Und bei anderen hängt es vielleicht davon ab, von den Umständen. Und jetzt ein Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel ein Medikament entwickeln würde, das auf eine ganz bestimmte Struktur des Virus abzielt und nur auf diese eine Struktur, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das Virus früher oder später rein zufällig eine Mutation genau dort entwickelt und dass dann dieses Virus selektioniert wird und damit dann dieses Medikament unter Umständen keinen Ansatzpunkt mehr hat. Also insofern, dieses Konzept von Mutationen ist eigentlich was komplett Normales und wir sehen hier Evolution im Zeitraffer, das ist gar nichts Außergewöhnliches. Und ob das zu einem virulenteren oder einem schwächeren Virus wird, ich glaube, das wird die Zeit zeigen und das hängt auch sehr stark von dem Kontext ab und auch von dem Wirt letztendlich. Also zum Beispiel der Immunstatus und welche Art von Medikamenten oder Vakzine derjenige dann bekommt. Mhm. Herr Weber hatte die eine Frage aus dem Chat gerade ja schon angesprochen, aber ich möchte sie jetzt auch noch mal ein bisschen anders in die Runde stellen. Und zwar, was kann man von den vorangegangenen Ausbrüchen von Coronaviren lernen? Ein Journalist hat gerade SARS angesprochen. Helfen Ihnen die Ergebnisse, die aktuelle Lage besser einschätzen zu können? Auf jeden Fall. Also was wir gerade sehen, ist eigentlich ein Wiederholungsfilm, ne, um es mal grob zu sagen. Denn an sich, mal abgesehen davon, dass die Viren schon leicht unterschiedlich sind und das heutige SARS leider, würde man sagen, bösartiger ist als das SARS-1 von 2003. Aber letztlich war das genau das Gleiche. Und es ist keineswegs so, dass dieses Virus quasi von alleine verschwunden wäre, sondern es waren dieselben Maßnahmen, die wir heute auch zum Teil als neu empfinden. Die sind aber überhaupt nicht neu. Auch in Asien wurde immer Mund-Nasen-Schutz getragen. Es wurde getestet wie verrückt und die Leute wurden isoliert, wenn sie positiv waren. Man muss sich mal überlegen, dass die Bevölkerung von Taiwan damals, als die Epidemie, was ja vielleicht noch eher vorüber war, waren 50% der Bevölkerung von Taiwan zu irgendeinem Zeitpunkt in Isolation. Also es ist keineswegs von selbst weggegangen, sondern nur durch ganz harte gesundheitspolitische Maßnahmen. Und von daher, das ist wirklich ein Wiederholungsfilm, wie ich eben sagte. Ja, wie beeinflussen denn aktuell unsere Pandemie-Maßnahmen und das Verhalten der Bevölkerung auch wiederum das Mutationsverhalten des Virus? Also zum Beispiel verändert jetzt das Tragen von Masken das Verhalten des Virus dahingehend, dass er zum Beispiel länger im Wirt verbleiben müsste? Oder inwiefern, ja. Was können Sie dazu schon sagen? Davon würde ich tatsächlich ausgehen, dass wir eben, wenn wir quasi den Zeitraum verzögern, wo der nächste Wirt infiziert werden kann, dass wir dann tatsächlich die Evolution oder die Selektion auf solche Viren hin ausrichten, die eben den Wirt etwas mehr schonen. Ne, weil wenn sie mehr im oberen Nasenrachenraum verbleiben, ist das weniger schlimm für uns, wenn wir weniger krank dabei. Und ich meine, Schnupfenviren machen es ja genauso. Ne, die machen uns ja nicht wirklich krank. Also es kann tatsächlich sein, dass durch die ganzen Hygienemaßnahmen, die wir jetzt treffen, dass wir das Virus in diese Richtung treiben werden. Noch vielleicht Herr Bergthaler dazu noch? Wollen Sie da noch was sagen? Nein, ich habe eigentlich dazu jetzt nichts hinzuzufügen. Ich stimme mich überein. Okay. Herr Weber und Herr Neher haben gerade schon mal kurz in die Richtung was beantwortet, aber die Frage ist wichtig und ich möchte sie deswegen auch jetzt nochmal stellen. Welche Folge haben die Mutationen dann im Hinblick auf den Impfstoff oder die Impfstoffentwicklung? Kann es sein, dass ein Impfstoff vielleicht nicht mehr wirksam sein kann, wenn er tatsächlich zugelassen wird? Also meine Sorge ist, ja, nee. Also ich habe, das ist nicht meine primäre Sorge. Ich glaube nicht, dass auf einer sehr kurzen Zeitskala es sogenannte Escape-Mutationen geben wird, die einen Impfstoff ineffektiv machen lassen. Typischerweise, ich meine, es kommt auch ein bisschen auf den Impfstoff an, aber die typische Immunantwort ist divers. Das heißt, eine Mutation tut nicht in jedem Menschen die Effizienz des Impfstoffs
gleich reduzieren. Das sehen wir bei Grippe zum Beispiel. Eine Grippe ist so das Paradebeispiel von einem Virus, das dem Impfstoff wegläuft. Aber auch dort ist es nicht so, dass eine Mutation für die gesamte Bevölkerung die Effizienz des Impfstoffs von 100 auf 0 bringt, sondern auch da ist es eher graduell. Es dauert ein paar Jahre, bis die Effizienz des Impfstoffs wirklich merklich sinkt. Das hängt da ein bisschen auch von den verschiedenen Viruslinien ab, aber es ist nie was mit einer Mutation passiert. Diese eine Mutation Escape passiert unter Umständen, wie das Herr Bergthaler schon angesprochen hat, bei sehr, sehr fokussierten Medikamenten. Das hat man in den 90er Jahren bei HIV gesehen, wo Monotherapien mehr oder weniger innerhalb von wenigen Wochen und Monaten zu einem Therapieversagen führen können. Kombinationstherapien hingegen, und das ist das, was das Immunsystem typischerweise macht, verschiedene Antikörper, verschiedene oder T-Zell-Antworten, die unterschiedliche Aspekte des Virus erkennen, dort passieren solche Escape-Mutationen sehr, sehr viel langsamer. Und das ist jetzt in der akuten Pandemie nicht wirklich die primäre Sorge. Vielleicht an Herrn Bergthaler die nächste Frage. Aktuelle Daten zeigen ja schon, dass die Immunprävalenz eher dahin deutet, dass die Immunität gegen Covid-19 noch nicht besonders weit verbreitet ist in der Bevölkerung. Kann das auch Rückschlüsse auf das Virus, seine Pathogenität oder vielleicht auch sein Mutationsverhalten liefern? Und wie sieht es jetzt auch da in Österreich aus mit der Bevölkerungsimmunität? Ich meine, solche Studien, die kommen gerade überall, oder? Schon langsam entweder relativ fokussiert in manchen Dörfern und Regionen oder auch dann zum Teil werden relativ groß geplante serologische Antikörperstudien durchgeführt oder geplant. Ich glaube, es gibt manche Beispiele, wo diese Seroprävalenz erstaunlich hoch zu sein scheint. Und da muss man aber auch wiederum vorsichtig sein, wie man diese Tests interpretiert. Also da redet zum Teil, glaube ich, von 40% oder so. Und auch jetzt das Modell Schweden behauptet da, dass es eine höhere Prävalenz hätte, aber immer noch weit entfernt von der sogenannten Herdenimmunität. Und ansonsten aber, glaube ich, jetzt auch was in Österreich getestet wird, und ich bin da nicht direkt selber involviert, aber ich glaube, dieser Prozentsatz ist extremst gering. Das ist im niedrigen einstelligen Bereich im besten Fall. Das heißt, da sind wir sehr, sehr weit davon entfernt von diesem theoretischen Konzept von Herdenimmunität für SARS-CoV-2. Und die zweite wichtigere Frage, die sich dann auch wieder eher den Immunologen letztlich stellt, ist, was bedeutet das überhaupt, wenn ich Antikörper habe? Oder wie wirken die tatsächlich einen Schutz? Weil das ist nicht damit gesagt, dass nur weil ich Antikörper habe gegen dieses Virus, dass ich damit auch geschützt bin. Und die Frage, wie lang bin ich geschützt? Also das heißt, das sind sehr viele offene Fragen, die nicht zuletzt auch, glaube ich, die Vakzinentwicklung sehr stark beeinflussen. Es gibt auch einige Beispiele oder immer mehr natürlich auch, wo es Fälle gibt, wo Leute zuerst die Covid-19-Symptome haben, auch viruspositiv getestet werden, dann heilen diese Symptome wieder ab, aber die Patienten bleiben positiv auf der sogenannten Polymerase-Kettenreaktionsdiagnostik. Das heißt, man kann immer noch die Nukleinsäuren des Virus detektieren, obwohl der Patient gesund ist. Und wenn man dann versucht, im Labor infektiöses Virus daraus zu isolieren, gelingt es nicht. Das heißt, es ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass diese Patienten noch infektiös sind, aber zumindest kann man immer noch Anzeichen des Virus detektieren. Und das ist gleichzeitig, da sind schon Antikörper vorhanden, also das heißt, da gibt es noch sehr viel zu erforschen. Möchte sich noch jemand anders zu der Frage äußern, wie das Mutationsverhalten vom Virus vielleicht auch mit dem, was das in der, also an Immunität auslöst, im Zusammenhang steht? Also ich denke auch, dass einzelne Punktmutationen jetzt da keinen Unterschied machen werden. Worin die Coronaviren natürlich gut sind, ist, dass sie ganze Gensegmente, ganze Genteile austauschen können, untereinander, also rekombinieren. Und es sind ja auch andere Coronaviren unterwegs. Und genau so ist ja SARS-CoV-2 auch wahrscheinlich entstanden. Das ist ja auch ein Puzzle im Prinzip oder ein Mosaik-Organismus, wenn man so will. Und so wie bei Influenza, was ja verschiedene Segmente untereinander austauschen kann, machen die Coronaviren das in der Länge mit der Rekombination. Aber auch da, denke ich, ist das momentan eher zweitrangig. Hätte ich jetzt nicht so viel Angst vor.
Wie, also wann können Sie das tun? Müssen Sie dazu gleichzeitig in einem Wirt sein, also verschiedene Coronaviren? Genau. Mhm. Ja. Eine bisschen andere Frage und die geht in die Richtung der regionalen Unterschiede, also verschiedene Virusvarianten in verschiedenen unterschiedlichen geografischen Regionen. Also zum Beispiel die Virentypen in den USA und Großbritannien, denen wird nachgesagt, dass sie ansteckender sind. Also stimmt das und unter welchen Bedingungen kann das eine Rolle spielen? Ja, oder welche Bedingungen können das beeinflussen, dass die vielleicht auch in anderen Regionen ansteckender sind? Entschuldigung. Dafür gibt es keine wirklich belastbaren Hinweise. Die Viren, ich meine, es gibt diese Variante, die auch diese D614G-Mutation trägt, die ist gerade in Europa und an der Ostküste der USA sehr prävalent. Die war in Asien weniger häufig am Anfang der Epidemie. Aber das England hat eine ähnliche Zusammensetzung von Viren wie andere europäische Länder. Da gibt es manchmal in einem gegebenen Land 10-20% von Viren, die man sonst wo in Europa nicht so häufig sieht. Aber im Großen und Ganzen haben wir in ganz Europa und auch in den USA mehr oder weniger die gleichen Viren. Und alle häufigen Varianten sind auch überall vertreten. Also es ist ja auch so, also so sehe ich das, ich bin jetzt eher Amateur, was die Sachen angeht, dass es eigentlich eine erstaunlich niedrige Varianz gibt zwischen den verschiedenen Virusisolaten. Oder wie ist das, Herr Neher? Ja, ich denke, das kommt sehr darauf an, was einen erstaunt. Ja, wenn man jetzt eben an HIV denkt oder HCV. Ich meine generell, die Mutationsrate und die Evolutionsrate von diesem Virus ist ein bisschen niedriger als die von HCV, HIV oder Influenza. Gleichzeitig ist das Genom aber ungefähr dreimal so groß. Und das hält sich in etwa die Waage. Also die Zahl der Mutationen pro Monat ist in all diesen Viren ungefähr ähnlich. Und wir beobachten für dieses Virus eine Mutation alle 2 Wochen mit einer gewissen Stochastizität. Und das ist recht nicht wirklich bemerkenswert im Vergleich zu anderen RNA-Viren. Herr Bergthaler, wollten Sie was sagen? Ja. Ja, was ich noch sagen wollte, war, dass ich glaube, rein von den genetischen Veränderungen her ist das SARS-CoV-2 eben nicht so überraschend und nicht so unterschiedlich wie andere Viren, die wir kennen. Also im Prinzip das, was Herr Neher schon gesagt hat. Ich glaube, was sehr speziell ist für die Pandemie, ist das Transmissionsverhalten. Und das auch nochmal zurückgehen auf was der Herr Weber davor schon angedeutet hat. Und zwar was dieses Virus mitbringt, ist, dass es ein Zeitfenster gibt, wo die Patienten noch asymptomatisch sind. Das heißt, nicht wissen, dass sie krank sind und das Virus schon in sich haben und gleichzeitig aber infektiös. Und das macht es schwierig, diese Virusketten rechtzeitig zu erkennen. Man kann es erkennen, wenn man da eng dran ist, aber das ist im Prinzip ein Zeitfenster. Das ist sehr überlappend. Das ist bei Masern zum Beispiel völlig anders. Aber das ist bei dem SARS-CoV-2 innerhalb von wenigen Tagen nach der Infektion überträgt man das Virus schon wieder. Und die Krankheit selber macht sie aber erst ein paar Tage später bemerkbar. Und das ist, glaube ich, ein Grund oder eine Erklärung, warum diese Pandemie so über den Globus gerast ist und nicht unbedingt, weil das Virus sich besonders bösartig mutiert oder irgendwelche genetischen Tricks hat, die andere Viren nicht haben, sondern es sind diese unterschiedlichen Komponenten und die Transmission spielt dabei, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle. Anhand, was Sie jetzt schon auch von dem Virus kennen, welche Region in dem Genom halten Sie denn für besonders geeignet, relevante Mutationen für eine mögliche erhöhte Pathogenität oder Infektiosität auszulösen? Gibt es da vielleicht Kandidatenregionen oder Erfahrungen von SARS-CoV-1 oder MERS, die man sich da besonders angucken kann? Ich würde das vielleicht andersrum aufziehen und sagen, wenn man sich die anguckt, die Mutationen, die es bisher gibt, dann ist eben die D614G eigentlich die prominenteste, meiner Meinung nach, oder soweit ich das kenne. Und die scheint ja gewisse Auswirkungen tatsächlich auf Stabilität zu haben und wie viel von diesen Glykoproteinen überhaupt in den Partikeln landen und wie viel sonst irgendwie im Abfall sozusagen. Und ich glaube generell, das Spike-Protein oder die Glykoproteine als Angriffspunkte für neutralisierende Antikörper stehen da erstmal im Vordergrund. Aber dafür brauchen wir auch eine größere Immunität in der Bevölkerung, dass also ein Selektionsdruck entstehen würde, dass sich das stärker verändert. Ja.
Wenn es dazu, gibt es dazu noch was hinzuzufügen? Ja? Ich glaube ganz allgemein, so ein RNA-Virus hat gewisse Bestandteile, die es benötigt für seine Replikation. Oder es ist eine Replikationsmaschinerie, die kann schneller sein, die kann langsamer sein, die kann fehleranfälliger sein, weniger fehleranfällig. Dann gibt es die Oberflächenproteine, die sind wichtig, dass das Virus überhaupt an seine Zielzelle andocken kann. Und dann gibt es aber noch viele andere Proteine, also Eiweißstoffe, von denen wir zum Teil die Funktion noch gar nicht wissen und die zum Teil ganz bewusst gegen die Immunantwort der Wirtszelle agieren, oder? Und das heißt, auf all diesen Ebenen kann man sich vorstellen, dass theoretisch das Virus einen Vorteil erlangt, wenn es diese Prozesse optimiert für sich. Und manche dieser Prozesse sind speziesabhängig, wo man jetzt dann wiederum spekulieren kann oder auch nicht, inwieweit der Übertritt von einer Tierart auf den Menschen vielleicht dazu führt, dass das Virus sich noch unter Umständen weiter evolvieren muss. Aber wie auch der Herr Weber schon zuvor gesagt hat, ich glaube, das ist nicht zwingend nötig. Das Virus scheint sich schon sehr gut propagieren zu können in der Population. Herr Bergteiler, hier gibt es auch noch direkt eine Anschlussfrage für Sie. In den österreichischen SARS-CoV-2-Genomen wurden mittlerweile 12 Veränderungen im Spike-Protein identifiziert. Das Spike-Protein ist ja wichtig für den Zelleintritt. Gibt es Erkenntnisse darüber, ob eine davon, abgesehen von dieser D614G-Mutation, die ja auch dabei war, die Pathogenität oder Übertragbarkeit des Virus beeinflusst? Nein. Und da stehen wir, glaube ich, wirklich sehr am Anfang. Also all diese Katalogisierung von Mutationen, das ist hilfreich, aber um zu verstehen, was diese Mutation jetzt bewirkt, müssen wir Experimente machen. Und für diese Experimente braucht man Hochsicherheitslabore, das benötigt Zeit. Das heißt, das kann man einfach nicht erwarten, dass 6 Monate in eine Pandemie hinein wir schon über jede Mutation Bescheid wissen. Das wird jetzt über die nächsten Monate sicher einen rasanten Erkenntniszuwachs geben. Und diese D614G-Mutation im Spike-Protein ist natürlich ein Paradebeispiel, wo es jetzt auch die ersten Publikationen dazu gibt. Ich würde hier nochmal eine Frage zur Testung des Virus. Also das wird ja mit der, wie Sie schon gesagt haben, Polymerase-Kettenreaktion durchgeführt. Und die Region, die man dafür benötigt, ist ja auch eigentlich eine sehr konservierte. Aber ist es trotzdem möglich, dass die Mutation vielleicht auch einen Einfluss am Ende auf die Diagnostik nehmen kann, auf die PCR-Testung, dass die Region, die dafür verwendet wird, sich verändern kann? Es liegt im Bereich des Möglichen, oder? Also man kann es nicht ausschließen. Aber ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich aus mehreren Gründen. Ich meine, wir hatten in unserem Fall konkret ein paar Anfragen von Behörden, die merkwürdige Fälle hatten, wo sie, es gibt da meistens mehr als eine Polymerase-Kettenreaktion, wo die eine Reaktion positiv ist, die andere negativ und drei, je nachdem, wenn man von der Charité denn das Set nimmt, genau, oder andere. Und wo man dann versucht herauszufinden, warum ist der eine Assay immer negativ, oder? Und da haben wir dann quasi in den Sequenzen nachgeschaut und wir haben in dem Fall nie die Ursache in einer Mutation gefunden. Also da gab es wahrscheinlich andere technische Gründe. Ja, die sind auch unterschiedlich sensitiv, diese drei. Ne? Es kann sein, dass nur die sensitivsten anschlagen. Das geht ja bis CT40. Ich weiß, also das ist eigentlich Wahnsinn. Ne? Also normalerweise hört man bei CT30 auf mit der PCR. Ja. Ja, aber ich denke, generell kann man sagen, dass mehrere unterschiedliche Tests gibt und mehrere Proben in jedem Test, würde man trotzdem so ein positive Probe noch entdecken, das Genom sequenzieren und dann sieht man sofort, was Sache ist. Also das kann im Prinzip passieren, aber wir würden das mehr oder weniger instantan rauskriegen und dann kann man die Primer, also diese Proben, geeignet modifizieren oder sogenannte Wobble Bases einführen. Das ist kein größeres Problem. Was weiß man mittlerweile darüber, welchen Einfluss Zwischenwirte auf die Mutationen eines Virus wie SARS-CoV-2 haben können? Also wenn wir wissen, dass Fledermäuse und Pangoline als Zwischenwirte in Frage kommen, nun können sich auch Hauskatzen anstecken. Kann es dazu zu Situationen kommen oder zu Übertragungssituationen, in denen Mutationen entstehen, die sonst vielleicht nicht entstehen könnten? Ja, Herr Nehr, wollen Sie was sagen? Mutationsspezialist? Im Prinzip ja, wir wissen immer noch nicht viel über den direkten Wirt, von dem das Virus auf den Menschen übergesprungen ist. Da diese Coronaviren in Säugetieren relativ weit verbreitet sind, scheint es, sind die Speziesbarrieren da offensichtlich nicht so,
nicht so, so hoch. Ja, das ist noch relativ unbekannt, was genau passiert ist, bevor das Virus sich begonnen hat, effizient im Menschen auszubreiten. Ich denke, da müssen wir gerade die natürliche Diversität noch sehr viel ausführlicher beproben, um da einen Überblick zu bekommen. Aber meine Veterinär-Virologen-Kollegen sind da wahrscheinlich am besten aufgestellt. Also bei manchen Viren gibt es das, wenn die verschiedene Werte benutzen, dass man eher von so einer sogenannten Purifying Selection spricht. Also eher, dass man diese Wolke an Mutanten wieder einengt. Also nicht, dass man es weitermacht, sondern eher, dass es wieder einengt, weil das Virus muss ja verschiedene Wirte verwenden und da sind die Eigenschaften konservierter. Und das andere ist, was ich noch anmerken wollte, das Pangolin ist wahrscheinlich raus als Zwischenwirt. Das könnten Nerze sein oder irgendwas in der Richtung. Die sind ja auch hochempfänglich dafür. Worauf begründet sich die Aussage? Ich glaube, Pangolin hat man noch nie irgendein Virus, ein entsprechendes drin gefunden, also nahe Verwandtes. Also es gibt ja ein Pangolin-Coronavirus, da kam ja auch ursprünglich das Gerücht her, aber dass man mal sowas daraus isoliert hätte, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Und ich glaube, es wurden auch Experimente gemacht. Andi? Andreas, also Herr Bergthaler. Also ich bin kein Pangolin-Experte und möchte mich da nicht aus dem Fenster hängen. Ich wollte nur allgemein sagen, dass einerseits ist es erstaunlich, wie viele Sequenzen wir zur Verfügung haben mittlerweile. Und das sind 40.000, 50.000 und das wird jeden Tag mehr. Gleichzeitig muss uns aber auch klar sein, dass wir an vielen Ecken und Enden blind sind, einfach weil da wenig sequenziert wurde oder die Sequenzen nicht frei verfügbar sind. Sei es China, wenn man an politische Gründe denkt, sei es Länder, die sich das ökonomisch nicht leisten können, zu sequenzieren. Auch Italien als Beispiel, das natürlich eine sehr wichtige Rolle gespielt hat in Europa. Da gab es bis vor kurzem kaum Sequenzen zur Verfügung, oder? Und dann gibt es aber das andere Beispiel von Ländern, die sehr viel investieren jetzt in diese Technologien. England wäre so ein Beispiel, die sind überrepräsentiert in diesen Datenbanken. Das heißt, man muss auch sehr vorsichtig sein, wenn man dann quasi zurück in die Zeit schaut. Das beruht immer nur auf den vorhandenen Sequenzen. Und wir können gerade, glaube ich, bei China wird es schon deutlich schwieriger, dann eine Auflösung zu haben in der Zeit und auch im Raum, was tatsächlich passiert ist. Und da muss man dann auch an die Behörden von China glauben, dass die auch wirklich diese Daten zur Verfügung stellen. Und zwei Fragen zu der Herkunft aus China möchte ich jetzt auch noch stellen. Und was ist denn an der Vermutung dran, dass in China eine neu entdeckte Virusvariante in Tiefkühltruhen überdauert haben soll, weil es sich um eine ältere Variante handelt? Haben Sie davon gehört und wissen Sie, was dahinter steckt? Habe ich nicht gehört. War mir auch neu. Und eine Hypothese zur Herkunft ist auch, dass es durch Passagenexperimente an Frettchen entstanden sein könnte, also zum Beispiel in einem Labor in Wuhan. Lässt sich da anhand der Sequenzanalysen was sagen, dass das eine Möglichkeit ist? Es gibt da keine Hinweise, die mir bekannt wären darauf. Also das kann man anhand von Sequenzen nicht sehen. Das kann man dann zumindest, ich meine, wir sind... Nee, das kann man anhand von Sequenzen nicht sehen, dass die beobachtete Diversität ist völlig kompatibel mit einer Zoonose, das heißt einem Tier-Mensch-Übertragung aus Wildtieren. Aber ja, das kann man an den Sequenzen selbst nicht sehen. Dann möchte ich jetzt, weil unser Pressbriefing langsam auch schon dem Ende zugeht, nochmal eine etwas generelle Abschlussfrage an Sie alle drei stellen. Und zwar aus Ihrer Sicht, was denken Sie, wie werden oder können die Mutationen den Pandemieverlauf jetzt noch zukünftig beeinflussen? Was könnte da noch passieren oder was ist realistisch? Fangen wir mal wieder nochmal alphabetisch mit Herrn Bergthaler an. Ich glaube, sehr vieles ist im Bereich des Möglichen und man muss sehr vorsichtig sein als Wissenschaftler, welche Statements man abgibt und auch, das ist, glaube ich, vielleicht auch manchmal, die Bevölkerung erwartet sich klare Ja-Nein-Antworten und die können, glaube ich, wir nicht wirklich liefern, oder? Wir können versuchen zu verstehen, was ist bis jetzt passiert und das ist schon schwierig genug und passiert in einer sehr hohen Geschwindigkeit, aber wie das jetzt über den Sommer geht, ob es eine zweite große Welle gibt im Herbst, ob das dieses Hammer-and-Dance
Kinetik ist, wo man eine große Pandemie hat dann, oder einen Peak wieder, dann gibt es wieder Lockdown-Measurements, dann wird das quasi so, das oszilliert. Ich glaube, vieles davon ist unklar. Und meine Überlegung ist, dass wir einfach jetzt schon viel mehr wissen und viel besser darauf vorbereitet sind. Das heißt, wenn das wieder hochkommt, können wir auch viel schneller darauf reagieren. Und das Ganze ist jetzt schon eingespielt von den öffentlichen Gesundheitswesen über die Wissenschaft. Und früher oder später, ich glaube, es geht darum, dass wir uns versuchen, drüber zu retten, bis es eine Impfung gibt, oder? Und da ist meine persönliche Meinung, dass nächstes Jahr ein bisschen sehr optimistisch ist, wenn man sich überlegt, wie lange es normalerweise dauert, eine Impfung auf den Markt zu bringen. Aber früher oder später wird es hoffentlich diese Impfung geben. Und in welche Hinsicht würde sich, also denken Sie, dass der Virus noch mutieren wird? Das Virus mutiert ständig, oder? Das ist, glaube ich, keine binäre, ob es das tut oder nicht, sondern das passiert. Und ich glaube, in Situationen, wo der Selektionsdruck besonders fokussiert ist, und das Beispiel wäre zum Beispiel ein antivirales Medikament, das auf eine Protease, auf ein Enzym des Virus setzt, da könnte man das Virus zwingen, sich zu mutieren dagegen. Dementsprechend muss man versuchen, mit möglichst vielen Ansatzpunkten gleichzeitig zu agieren, wie man das auch bei einer Impfung machen würde natürlich. Gut, Herr Neher, noch ein Abschlusswort von Ihnen? Ja, also ich gehe, wie gesagt, nicht davon, also ich rechne nicht damit, dass wir Mutationen beobachten werden, die wirklich die Transmission und die Virulenz in einer substanziellen Art und Weise verändern. Aber ich denke, dass Mutationen den Verlauf der Pandemie dahingehend beeinflussen, dass sie uns helfen, Infektionsketten nachzuvollziehen und die Ausbreitung des Virus zu verstehen und dadurch Gegenmaßnahmen zu fokussieren und gezielt anzuwenden. Also nicht, dass das die Mutationen durch das Virus verändern, sondern dass wir durch die Informationen, die wir durch Analyse dieser Mutationen gewinnen, ein bessere Handhabe haben, um die Virusausbreitung zu verhindern. Herr Weber, von Ihnen noch? Also ich glaube, es kommt auf uns an, auf das Verhalten. Jetzt können wir mal das Extremszenario uns vor Augen halten. Wir würden keinerlei Maßnahmen treffen. Dann würde das Virus durch die Bevölkerung gehen. Wir hätten irgendwann mal so eine Art Herdimmunität. Und dann würde es wahrscheinlich auch in Richtung eben benigner mutieren auf die Dauer, da es eben länger warten muss, bis es in den nächsten Wirt geht und auch ein bisschen mehr auf Widerstand trifft durch die Vorimmunität. Das andere Extrem, wenn wir alle die Hygienemaßnahmen extrem streng einhalten, hätte vielleicht ein ähnliches Ergebnis, aber in Wirklichkeit ist natürlich alles zwischendrin. Und was passieren kann, ist, wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Coronavirus, die können auch fäkale oral übertragen werden. Davon hört man eigentlich erstaunlich wenig. Entweder es wird überdeckt durch die respiratorischen Ereignisse oder es findet bei diesem Virus nicht in dem Ausmaß statt, wie es jetzt zum Beispiel beim SARS von 2003 war. Könnte mich ja mir aber vorstellen, wenn wir jetzt die respiratorischen Wege zurückdrängen, dass es dann mehr über diese Schmierinfektionsgeschichten auch geht. Und das würde sicher auch über Mutationen dann nochmal selektiert werden. Alles klar. Mit anderen Worten, es kann alles passieren. Super, da haben die Journalisten jetzt dann noch eine Recherchehypothese bekommen. Vielen Dank. Genau. Gut, ich danke den drei Experten für die Teilnahme, allen Journalisten, die das begleitet haben und danke auch für ihre Fragen und ihre Teilnahme. Und ich hoffe, dass wir vor allem alle Fragen klären konnten. Und ja, bis bald zum nächsten Pressbriefing und vielen Dank. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüssi.